Am 11. August 1999 gab es eine totale Sonnenfinsternis über Deutschland, die Millionen Menschen beobachtet haben. Wie macht man das, ohne die Augen zu schädigen? Mit etwas ganz Simplem und Hocheffektivem, einer Sonnenbrille mit Sonnenfilter aus Karton. Und das drückt aus, was Astromedia eigentlich will. Mit einfachen Mitteln einen Zugang zu den Naturwissenschaften eröffnen. Nicht nur durch Nachdenken oder durch Nachlesen, sondern durch Tun, durch Anfassen, durch Zusammenbauen. Und jeder, der ein Modell zusammengebaut hat, hat über dieses Gebiet der Naturwissenschaften etwas von Grund auf neu gelernt.